Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mode. Hallo Controller, gehst du bitte? Ihr könnt euch nicht vorstellen, weil ich glaube, ihr hört nicht wirklich, ne? Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier drin gerade für eine Lautstärke-Kulisse im Hintergrund ist. Das ist wirklich lustig. Der Rechner ist ganz schön am Rödeln, der Ventilator neben mir, die PlayStation pustet, alle sind hart am Arbeiten. Tada! Die magische Miesmuschel. Sieh dir das an. Ich meine, es ist alt, aber... Es ist alt, aber... Was aber, Ashley? Was aber? Alt, aber fair. Okay, gucken wir mal kurz. Ich kann hier ein bisschen nachladen, damit das Inventar einfach ein bisschen leerer wird, ne? Willkommen. Bei dem waren wir ja in der letzten Folge gerade noch. Da ist jetzt nichts, was ich großartig kaufen würde. Du wirst deine Investition nicht. Ja, wobei, ehrlich gesagt, Schießpulver. Wir haben nämlich Rohstoffe. Jetzt muss ich mal ganz kurz ins Inventar gucken. Wir haben nämlich ein paar Rohstoffe hier, aber kaum Schießpulver. Mit mehr Schießpulver könnte ich mehr gute Munition machen. So 10 könnte ich schon mal kaufen eigentlich, weil ist jetzt auch nicht super teuer. Besser zu gut vorbereitet. Ach so, ich krieg 10 für 100. Oh, das ist dann wirklich ein Deal. Das ist dann wirklich ein Deal. Nee, warte mal. Hä? Nee, ich krieg 1 für 100. Das ist dann kein guter Deal. Also nicht so gut, wie ich dachte. Aber da steht doch mal 10. Oder verkaufe ich hier gerade? Nee, ich bin bei Kaufen. Ein paar Vorratskäufe. Gute Entscheidung. Habe ich jetzt sehr viel oder nur ein bisschen was? Nur ein bisschen was. Okay, gut. Da, ich verstehe nicht, warum da mal 10 stand, weil ich habe offensichtlich immer nur 1 bekommen. Aber okay, gut. Dann gehen wir mal in den Hauptraum. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was uns da erwartet. Vielleicht speichern wir nochmal. Ich weiß, ich habe gerade erst gespeichert im Grunde, aber... YOLO und so, ihr wisst Bescheid. Let's go. Lieber zweimal zu oft speichern, als einmal zu wenig. Gloria las Plaga! Höre ich es wahrscheinlich gleich rufen. Ah. Herzlich willkommen. Ich glaube, ich habe den noch nie auf Deutsch gehört. Schloss. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen. Mr. Kennedy. Kennedy? Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte, nennen Sie mich Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Sie werden jedoch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden... die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des Heiligen Lord Sadler. Also, Sie werden gehorchen, ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorg dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Leon? Bleib dicht bei mir. Okay. It's a trap. What? Ja, ich hab's richtig gesehen. Eieieiei. Das ist eine schöne Überraschung. Hey, ich sehe gerade, wartet mal kurz, genau. Der Sound vom Spiel war gleichzeitig über Desktop und übers Aufnahmegerät drin. Das heißt, wenn ihr Echo hattet, hoffentlich nicht, aber wenn ihr Game Sound Echo hattet, dann ist er jetzt weg. Okay, viel Spaß. Okay, es ist ein bisschen gemein, was hier gerade passiert. Und dann auch noch mit Ashley, wisst ihr?
Genau, wir haben jetzt hier wirklich eine gemeine Konstellation. Ich muss erstmal ein bisschen die Kontrolle über den Kampf hier erlangen. Das ist schon ein bisschen krass. Oh, ich hab nicht genug, dass ich auch nur einmal Magnum-Munition craften könnte. Ah. Okay, ich muss befürchten, dass Würmer aus denen rausplatzen, weil das Spiel ist so gemein. Ich werde mir eine Ladung Blendgranate auf jeden Fall machen und erstmal sonst nix. Uiuiuiuiui. Okay. Und ich sollte mich vielleicht mal heilen. Oh shit, ich habe kaum Heilung. Ich kann jetzt die Schlange essen und dann habe ich noch ein Heilspray. Okay, stopp. Ich muss eine Granate werfen. Das ist gerade eine ganz gute Situation. Dammit. Okay. Okay. Okay, ich habe noch ein paar Messer. Messertechnisch sieht es noch okay aus bis jetzt. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich würde gern für den Raketenwerfer sparen für manche Bosse? Okay, der war zum Glück HP-mäßig ein bisschen reduziert anscheinend. Ich wollte nämlich gerade sagen, okay Leute, alles schön und gut. Warte mal, ich höre noch Geräusche. Oh, come on. Ja, genau. Wie schaffe ich den überhaupt ohne Eisspray, wollte ich gerade sagen, ne? Okay, das war... spannend. Wisst ihr eigentlich, dass ich so kurz vorm Game Over war? Weil Ashley wurde hier entführt, ne? Hier wurde sie entführt und der Gegner hat sie aufgehoben und hat sich einfach umgedreht. Der war schon vor der Tür. Als die Granate explodiert ist, habe ich quasi gerade noch so in wirklich letzter Sekunde, ey, dem ein Messer in den Rücken gerammt. Okay, ich find's nett, dass der ein bisschen weniger HP hatte und so weiter, weil ich dachte mir echt so, hey Scheiße, wie soll ich jetzt hier gegen den kämpfen? Wie soll das gehen, dass ich den jetzt hier mit meinen Waffen besiege, ohne Eisunterstützung, ohne irgendwas? Krasser Bullet Sponge. Aber alles okay soweit. Alles okay soweit. Dann looten wir ein bisschen. War ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Uiuiuiui, haben wir ein bisschen Geld? Ich würde nämlich echt ganz gerne unsere kugelsichere Weste reparieren. Weil ehrlich gesagt, ohne die wäre es vielleicht nicht ganz so chillig ausgegangen hier. Gelbes Kraut nehmen wir mit. Grünes wäre mal wieder schön. Willkommen! Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. So gut wie neu. Ah, habe ich schon befürchtet, dass wir uns das überhaupt nicht leisten können, ne? Ich könnte jetzt hier die einzelnen Dinger verkaufen, aber das will ich natürlich auch eher ungern machen. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig.
Und auch sonst. Brauche ich das Zielfernrohr noch? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Ich könnte das später dann natürlich wieder auf, ne? Aber reicht mir ehrlich gesagt nicht mal. Das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen mit kaputter oder ohne kugelsichere Weste weiterkämpfen. Okay. Alles easy. Habe ich was in meinem Koffer? Nee, das würde im Verkaufsbildschirm eher scheinen, wenn dann. Ich habe einen goldenen Koffer ausgerüstet. Das erklärt, warum wir so oft Geld finden vielleicht, ne? Vielleicht wäre mir tatsächlich jetzt mal der Pistolenmunition-Koffer ein bisschen lieber, ehrlich gesagt, als der Goldkoffer. Ich meine, Gold, super wichtig, ne? Aber wenn uns die Munition ausgeht, dann ist Gold halt auch nichts mehr wert. Die Kugel ist mächtiger als die Münze. Manchmal. Ich zähle auf dich. Ist offen. Danke. Ich finde das schon lustig, ne? Dass Ashley ihm die Tür aufmacht und so sagt, ist offen, und er sagt danke. Und dann sprintet er sofort durch die Tür durch und haut mit seiner Pistole auf irgendwelche Vasen ein. Das ist Leon halt. Das ist Leon. Okay, das können wir verkaufen für 10.000 Peseten. Das ist super. Ich weiß immer nicht, ob es Pesetas oder Peseten heißt oder so. Ich weiß nicht, wie die Währung heißt. Also auch in real life einfach nicht, ne? Mir ist super peinlich. Alexa, wie heißt die alte spanische Währung? Peseta. Das war sehr leise. Ich weiß nicht, warum die so leise ist. Alexa, lauter. Okay, versuchen wir es nochmal. Vielleicht hört ihr es. Alexa, wie heißt die alte spanische Währung? Hier ist eine Antwort, die ich von reference.com übersetzt habe. Die alte spanische Währung war die Peseta, bis sie 1999 durch den Euro ersetzt wurde. Punkt, eine Peseta entspricht 0,00666803 US-Dollar. Stand Alexa 2000. Aus. Okay, Peseta. Meine Güte, Peseta sind überhaupt nichts wert. Jetzt verstehe ich, warum er beim Händler halt einfach irgendwie gleich mal 10.000 für jeden Scheiß ausgeben muss. Dass der hier immer noch liegt, macht mich... Ich mach's immer nervös, wenn sich Gegner nicht auflösen, ne? Ich denke mir immer, okay, der kommt wieder. Oh, willkommen. So. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Wir wissen alle, was jetzt gleich im normalen Spiel auf uns wartet, ne? Ein hervorragender Deal. Nenn mich ruhig pingelig. Angenehme Reise. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier verändert wurde. Ich kann es mir schon vorstellen. So wie ich den Mod mittlerweile kenne, kommen wir da runter und dann schleichen wir vor dem weg. Und dann kommen wir in die Halle, wo wir gegen den kämpfen sollten. Und dann wartet da ein zweiter auf uns. Und noch 5 Krabbelfiecher oder irgendwie sowas. Wisst ihr? So in die Richtung wird's gehen. Ich glaube, das wird noch... Ja. Das wird noch spannend. Wie kann man denn... Man kann doch auch... Genau, das habe ich gesucht. Wie gesagt, die ist lange her. Wartet mal, ich höre genau. Ich habe eine Bonuslampe gehört. Mit einem Rubin, das ist sehr schön. Bei den Rubinen könnten wir schon mal hier einsetzen. Bräuchten wir noch 2 andere Steine? Ich bin da jetzt nicht pingelig. Hauptsache, irgendwelche Steine kriegen wir. So, ich bin vorsichtig. Es würde mich nicht wundern, wenn die hier irgendwo gemein platziert ein paar Gegner haben. Haben wir gesagt, dass wir Tagebücher lesen? Ich glaube, in dem Run haben wir gesagt, nicht, weil es darum nicht geht, oder? Das ist aber ein ganz schönes Buch hier eigentlich. Ach, armer Kerl. Kein schöner Tod. Schöner Kerl. Kein armer Tod. Keiner darf entkommen. Steht das da wirklich? Nein.
Faxi. Keine Ahnung, vielleicht ist das Spanisch. Sag mal, stand da schon immer so eine Statue mit so einem Gesicht? Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber wahrscheinlich, ne? Was war das? Die halten hier unten doch keine Tiere, oder? Es hat sich ehrlich gesagt nicht wie ein Tier angehört, Ashley. Das hört sich ganz klar wie eine menschliche Stimme an. Hamukiolatu. Oder so. Das ist ja nett. Ein Kofferanhänger. Das finde ich irgendwie voll cool, dass die so ins Spiel integriert haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir. Kann ich das hier eigentlich auch machen, überlege ich gerade. Oder muss ich... Ich glaube, ich muss dafür eine Schreibmaschine zum Koffer modifizieren. Okay. Das Licht ist verloren. I wear my sunglasses at night. Schon lustig, ne? Er ist halt... Er macht hier einen auf Wesker. In dunklen Innenräumen. Er sieht nichts. Guckt genau. Genau das habe ich... Sowas in der Art habe ich mir doch gedacht, ne? Ich hätte nur gedacht, dass uns hier drin auch noch was erwartet, ehrlich gesagt. Ich sehe Bärenfallen auf dem Boden, okay. Ja, das ist schon lustig auch. Ah, ihr Arsch. Ärsche. Mir ist kein anderes Schimpfwort eingefallen. Meine Schimpfwortkreativität ist nur auf 2 geskillt. Von 100. Wow! One hit, ey! Die Magnum haut rein. Ab geht's. Magnum? Ich liebe dich. Wenn ich nicht schon verheiratet wäre, Magnum. In den USA ist es bestimmt legal, Schusswaffen zu heiraten, oder? So. Treten wir noch in ein paar Bärenfallen. Macht ja nichts, wir haben ja Waden aus Stahl. Ashley übrigens auch. Vielleicht ist das so im Resident Evil Universum. Wir dürfen nicht vergessen, Leute, jetzt mal wirklich, also teilweise jetzt scherzhaft, aber auch wirklich ernsthaft. Im Resident Evil Universum ist offiziell Kanon, dass die Menschheit, die sehr frühe Menschheit in der Steinzeit Kontakt zum Progenitor-Virus hatte und schon vor Ägypten auf dem afrikanischen Kontinent noch ein unterirdisches, riesiges Großreich entstanden ist. Und es wird nicht hundertprozentig bestätigt oder so in der Lore, aber es wird schon angedeutet, dass eventuell der Progenitor-Virus die menschliche Evolution erst quasi vorangebracht hat und dass Menschen erst den Sprung zum Menschen gemacht haben durch den Progenitor-Virus erst. Insofern sind die Menschen hier alle vielleicht gar nicht unbedingt so wie wir. Vielleicht sind die alle einfach ein bisschen krasser und tougher. Vielleicht ist das im Resident Evil-Universum einfach so. Eigentlich sind im Vergleich zu uns zumindest alle Mutanten. Ach, du bist's nur. Was war da unten los? Nichts. Ja,
Es war wirklich nicht der Rede wert. Das war erstaunlich easy. Hey, die Magnum haut rein. Ich bin ganz erstaunt. Ich habe vom Berserker-Mod ein bisschen mehr erwartet. Aber mit den Tieren lagst du gar nicht so falsch. What? Was? Okay. Touché. Berserker-Mod. Touché. Damit habe ich jetzt nicht alles gerechnet. Gut. Ja, geht schon. Im Moment jedenfalls. Damit habe ich jetzt... Das hat mich jetzt eiskalt erwischt. Das ist eigentlich ziemlich clever, muss ich sagen. Ich glaube, so könnten sie Leon besiegen. Einfach Schätze und Kisten und alles mit Sprengfallen versehen, überall. Ne? Das ist eigentlich ziemlich klug. Also ich weiß nicht, ob das wie das bei eurem Leon wäre, aber mein Leon könnten sie so definitiv in die Falle locken. Weißt du, so mit 2 HP ums Eck schleppen und dann ist da eine Schatzkiste. Du denkst dir, wahrscheinlich sterbe ich, wenn ich die öffne, aber eventuell könnten irgendwie 100 Gold drin sein. Ah, ich nehme die 100 Gold. Das Risiko gehe ich ein. Sieh dir das an. Settler. Ich glaube, das ist gar kein Settler. Das Blut verschmiert. Das ist nur eine Replik. Viel kann man damit nicht anstellen. Es sei denn, wir nehmen das und geben es dem blutigen Krieger. Dann nehmen wir das Eisenschwert. Und das Goldschwert. Das verrostete Schwert. Und nehmen hier das vergoldete. Hier das eisige. Zu guter Letzt das Verrostlickte. War wohl richtig. War wohl richtig. Da stimme ich zu, Ashley. Beinahe, Schlange. Touché. Ich finde es nett, dass man im Remake noch eine Chance hat, wegzukommen. Ich glaube, entweder bin ich zu doof, ne? Ich bin da nicht so der Metaspieler. Ich schaue mir nicht immer irgendwie die Guides und die Tricks und so weiter an. Aber ich glaube, im Original Resident Evil 4 gibt es nicht so wirklich eine Möglichkeit, dass du dem entgehst. Und hier ist die Riot Shotgun. Einfach so. Das finde ich jetzt schon ziemlich nice. Aber ich glaube, ich kriege die unmöglich. Unmöglich in mein Inventar. Guckt euch das an. Okay, ich kann was machen. Eventuell. Ich kann Shotgun-Munition craften. Nein, stopp. Na, vielleicht schon. Eigentlich egal. Und das war es leider schon. Schade, okay. Das hat nicht sehr viel genützt. Danke, automatisch. Hey, ich nutze nie die automatische Sortierfunktion. Das widerspricht mir eigentlich komplett. Widerstrebt mir eigentlich komplett. Und jetzt dachte ich mir, na komm, mach ich's mal schnell. Wird schon sinnvoll sein, was das macht. Und dann ist das das Dümmste überhaupt. Das Dümmste und Primitivste, was hier so rumläuft, ist diese Autosortierfunktion. Ich meine, es hat sie schön thematisch sortiert, die Sachen. Muss ich die Autofunktion lassen. Aber den Freiraum, den sie geschaffen hat, der ist nicht gut. Ja, soll ich jetzt die hier vorübergehend in den Koffer senden? Ja, das werde ich wohl machen. Weil selbst wenn ich mich dazu entscheiden sollte, die nicht zu behalten, ne, da schauen wir dann mal beim Händler, werde ich da mal gucken. Kann man die auf jeden Fall verkaufen, ne? Hierher. Gut.
Ich wünschte, Fuji würde auch so gut hören wie Ashley. Aber das lernen wir noch. Warte, ist das nicht derselbe Raum wie zuvor? Sind wohl bloß im Kreis gegangen. Habe ich irgendwas gefunden, um da unten Schätze zu öffnen, Schlüssel oder so? Glaub nicht, oder? Aber hier können wir auf jeden Fall rein. Die goldene Sanduhr. SpongeBob. Ich habe die neuen Staffeln SpongeBob nicht mehr gesehen. Ne? Ich habe gehört, dass sich SpongeBob sehr verändert hat. Und leider Gottes ist ja der meiner Meinung nach ziemlich geniale SpongeBob-Schöpfer frühzeitig verstorben. Sehr tragisch, finde ich. Und ich weiß nicht, ob SpongeBob heute noch so cool ist wie früher. Ich weiß es nicht. Aber SpongeBob ist schon ziemlich legendary. Das muss man schon sagen. Ich habe SpongeBob früher schon sehr geliebt. SpongeBob ist teilweise schon ziemlich brillant in seinem Humor. Und ich kann mich einfach mit allen Figuren identifizieren. Mit allen. Manchmal bin ich Thaddeus, manchmal bin ich SpongeBob, manchmal bin ich auch Patrick. Ich fühle alle von denen. Mr. Kennedy. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Achtung, schönes Easter Egg voraus. Ich habe mir erlaubt. Finde ich schön, ne? Es gibt doch im Original diese Cutscene, in der genau das passiert. Und der labert ihr irgendwas und dann sagt Leon sowas wie, ja, du redest mir zu viel und schießt auf das Rohr. Und dann kriegt der so einen schmerzhaften Knall geliefert in sein Ohr. Das kann man hier eben auch manuell machen. Ja, Ashley. Jetzt wird's wild. Jetzt geht's los hier. Jetzt wird's bunt. Jetzt wird's lustig. Jetzt geht's wieder los hier. Jetzt geht's wieder ab hier. Eine Wahnsinnsfahrt. In die Hölle. So, wir haben einen Talisman. Kritische Nahkampftreffer sind 20% wahrscheinlicher. Ich hoffe, von uns ausgehend und nicht gegen uns, ne? Ich hoffe mal. Das wäre sonst doof. Fände ich nicht gut. Alle sind noch tot? Gut. So, ich gehe nochmal speichern. Ich weiß, ich habe nur die eine Tür hier gerade geöffnet, aber wisst ihr? Na und? Na und? Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Ihr seid nicht meine Mama. Ich kann so oft speichern, wie ich will. Ashley, mach jetzt entweder die Tür auf. Schau, Leon zieht schon die Pistole. Ich habe keine Kontrolle über das, was jetzt passiert. Glück gehabt. Die Situation konnte nochmal deeskaliert werden. So, aber bevor wir jetzt diese Pforten in die Hölle durchschreiten, ich habe wirklich ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Aber ehrlich gesagt waren die letzten Passagen gar nicht so schlimm. Ich werde meine Worte noch bereuen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.